Eine wunderschöne, gute Tag, mein Lieber. Und willkommen zu meinem neuesten Video von mir und dem Jahr. Heute ist natürlich Mittwoch, denn Rockstar Games hat heute ein Newsflyer wieder geschrieben, denn der Trailer ist draußen. Alter, Scholli, ihr könnt ihn jetzt auf YouTube sehen, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Könnt ihr natürlich das anschauen und das ist einfach, falls du neu auf meinem Kanal bist, könnt ihr mich gerne unter auf die rote Batze abonnieren. Natürlich Glocke aktivieren, Glocke anschalten. Sonst verpasst ihr nichts um das Thema neue DLC-Vlogs und vieles mehr. Sonst verpasst ihr nichts um das Thema GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLC-Vlogs und vieles mehr. Und eben gerade hat Rockstar Games bestätigt, es haben wir schon ungefähr 16 Uhr und das ist das dritte. Das erste war auch mega krass und das zweite war nämlich mit einem Nachtclub und jetzt kommt das dritte Trailer draußen. Wahrscheinlich kriegen wir im Release dann noch ein vierte, wissen wir zwar noch nicht, aber wird dann erst nächste Woche Dienstag. So, wir schauen den ersten Trailer durch und dann geht es denn schon los. Oh mein Gott. Alter. Ah, du Scheiße, der Trailer, der ist so cool, ey. Mein Gott, ey. Ach du Scheiße. Fucking Gott, der Trailer, der ist so cool. Alles ist erlaubt. Ach du Scheiße, ey. Der Trailer, der ist so cool. Und zwar, wir werden auf dem Los Santos International Airport, wenn wir dort mit diesem Flugzeug. Alter, da will man da hinfliegen! Alter, Scholli, ey, das wird so cool sein, ey. Oh, bei fucking Gott, ey, dieser Insel besuchen wir. Oh, mein Gott, ey, da will man da Party feiern, das wird auch mega krass sein. Da wie, hallo, ja, ihr seid alle hier wegen eines Mannes. Mannes, ey, das, da kann man, ey, das ist voll cool. Ihr seid nicht mehr auf dem Festland. Oh mein Gott, neue Charakter. Es wird natürlich nicht Lester geben, sondern es wird neue Kontaktmissionen geben, Lester hat nämlich seit letztes Jahr seine erste große Liebe gefunden. Und seit letztes Jahr und jetzt, oh mein, neuen Laptop bekommen wir. Ach du Scheiße. Also ja, das können wir, wahrscheinlich wird der neue, oder? Wahrscheinlich ist der von 2 Jahren, auf der GTA Online After Hours, vielleicht ist ein andere. Dann hier neue Frau, also neue Charakter, das ist so cool, neue DJs, alter Scholli, neue Radiosender bekommen wir. Ach du Scheiße, ey, das wird die neue private Insel. Ach du heilige Scheiße. Ey, das ist so cool, ey. Das wird so cool, ey. U-Boot. Ach du Scheiße, ey, das wird so cool. Mit der neuen Insel. Boot. Ups, das wird wieder mal durch. Ach du Scheiße, das ist die Insel. Alles die Schiss, ja. Ab 15. Dezember fuhr PlayStation 4, Xbox One und den PC und Abwärtskompatibilität auf PlayStation 4 und Xbox und auf Xbox Series X und S. Nur auf Abwärtskompatibilität.
Und Rostock, auf der Qualität, Rostock hat egal Newsfile geschrieben, ist leider auf Englisch, habe ich ja auf Google übersetzt. Und zwar Rostock, es hat hier geschrieben, und zwar: Der Cayo Perico ist nicht nur das Nervenzentrum von El Rubios Drogenimperium, sondern die Insel beherbergt auch seine andere große Liebe: Marathon-Tanzpartys an goldenen Stränden, bei denen sich alle von Schätzenden und Erben bis hin zu legendären Musikproduzenten versammeln, um zu verschwemmen, bis die Sonne kommt oben. Aber abseits der indischen Freunde des Strandes liegt ein unermessliches Vermögen an Kunstgold und Druckgeld, das über die Insel verstreut ist. Es ist die Punktzahl ihres Lebens für diejenigen, die einen Weg finden können. Der Cayo Perico heißt, ist das größte GTA und ein Abenteuer aller Zeiten und wird am 15. Dezember verfügbar sein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Aufstellung von der Musiklocker, dem heißesten neuen Underground Club von Los Santos, der bald eröffnet wird. Und das hat Rostergips auch zwar geschrieben. Der Trailer, der ist so krass, ne? Der Trailer, der ist so krass. Und ihr könnt ihr gerne das angucken auf Rostergames, auf DE, nämlich auf die Webseite, auf Insta, auf YouTube, auf Twitter, könnt ihr es sehen, auf Facebook, und ihr könnt ihr euch das sehen. Ey, der Trailer, der ist so krass, ne? Und ist einfach so krass. Ab 15. Dezember geht schon los, und da werde ich wahrscheinlich erst am Nachmittag spielen, ungefähr 14 Uhr, weil ich dann Schule noch habe, und deswegen spiele ich dann erst 14 Uhr später. Vielleicht kriege ich auch schon die PlayStation 5. Das werden wir dann wahrscheinlich am Montag sehen oder am Dienstag sehen, oder wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag. Und ja, bei Geschluss mit der neuen DLC. Der Trailer ist schon mega krass, und es ist einfach so krass. Und ja, das war's dann natürlich auch bei Lukas Vlogs. Habe es dir gefallen, dann gibt's einen Daumen nach oben. Wenn es dir gefallen hat, mach einen Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und ja, abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und dann sonst verpasst du auch nicht, natürlich auch nicht, GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLC, Vlogs und vieles mehr. Also eine Wiederholung, die ich wieder sage. Und ich bin so gehypt, Leute. Seid ihr auch schon gehypt? Wenn ja, und ich bin auch schon gehypt. Und schade ist, dass Lester nicht leider nicht mehr dabei ist. Aber Lester kam ja seit 2015 bis 2019. Da war bei der GTA Online heißt, dann GTA Online Doomsday heißt seit 2017. Und 2019 GTA Online The Diamond Casino heißt, also von Lester. Und ja, und jetzt hat er seine große Liebe gefunden, und jetzt bekommt er ein neues Kontaktpersonen. Und ja, und ja, wenn es gefallen macht, dann Daumen nach oben, wenn es gefallen macht, Daumen nach unten, und dann abonniert gerne meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.